Herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Kommentar über die Welt der Stars und Sternchen. Und in diesen Tagen haben wir den Anlass eigentlich fast sogar schon geschenkt bekommen. Es geht nämlich heute um das Interview von Herzogin Meghan mit dem Variety Magazine. Meghan hat ja seit ihrem royalen Rücktritt schon eine Reihe an Interviews gegeben, eine Reihe an skandalösen Interviews. Eigentlich verdient jedes ihrer Interviews schon fast ein eigenes Kommentarvideo, aber wir haben uns gedacht, warum nicht dieses Interview zum Anlass nehmen, mal einen Blick auf das Große und Ganze zu werfen. Wie hat sich Meghan seit ihrem royalen Rücktritt in der Öffentlichkeit positioniert? Wie tritt sie auf? Wie wirkt sie auf uns? Und das wollen wir heute klären und analysieren. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Larissa. Ich arbeite für bunte.de als Royals-Expertin und habe mir jetzt im Zuge des neuesten Interviews mal angeschaut, was in den letzten paar Jahren in Meghans Leben in der Öffentlichkeit so vonstatten gegangen ist. Seit dem royalen Rücktritt von Harry und Meghan Anfang 2020 gibt es ja eine große Reihe von Auftritten und auch Interviews, die man sozusagen näher beleuchten kann. Es gab im März 2021 das Skandalinterview schlechthin, das Oprah-Interview. Außerdem hat Meghan noch alleine mit dem The Cut Magazine gesprochen und eben wie jetzt erst kürzlich mit dem Variety Magazine. Und es gibt eben eine ganze Reihe von öffentlichen Auftritten. Ich würde eigentlich sogar behaupten, dass der Auftritt, den wir kurz vor dem Tod der Queen gesehen haben, im September 2022 in Düsseldorf einer der wichtigsten war. Ja, in den Interviews, die Harry und Meghan oder eben Meghan alleine gegeben haben, da hat es sich natürlich um ganz, ganz viel gedreht. Vor allem aber hat es sich um eine zentrale Person gedreht, nämlich um Meghan selbst. Das ist auf der einen Seite natürlich nicht überraschend, wenn man sich mit Herzogin Meghan zum Interview trifft. Andererseits hat es Meghan nicht geschafft, das ist zumindest meine Meinung, ein sympathisches und authentisches Bild von sich zu zeichnen. Und warum? Das möchte ich euch jetzt erzählen. Einige wissen es vielleicht nicht oder haben es vielleicht noch nicht mitbekommen. Im Juli diesen Jahres ist ein Buch erschienen von dem britischen Journalist Tom Bauer, in dem es um den Lebensweg von Herzogin Meghan geht. Und in diesem Buch wurde ein Bild von ihr als Herzogin der Widersprüche gezeichnet. Und diesem Bild wird Meghan eigentlich mit jedem ihrer Interviews, das sie gibt, mehr und mehr gerecht. Denn sie ist eine Herzogin der Widersprüche. Sie widerspricht sich eigentlich permanent selbst. Ich glaube, dass sie das teilweise auch tut, ohne es zu merken. Das sieht man ganz schön, wenn man sich beispielsweise das Oprah-Interview anschaut und jetzt das letzte Interview. Im Oprah-Interview haben Harry, aber vor allem eben auch Meghan, die Firma, wie sie die Royal Family genannt haben, am laufenden Band kritisiert. Die Firma hat Meghan nicht geholfen, als es ihr schlecht ging. Die Firma hat Meghan mit Erwartungen konfrontiert, die sie nicht erfüllen konnte. Die Firma ist dafür verantwortlich, dass Meghan an den Rand der Depression, an den Rand der Suizidgedanken geraten ist. Die Firma ist praktisch, einfach in einem Satz gesagt, der Grund, warum sie mit diesem Leben abschließen wollten. Und jetzt, nach dem Tod der Queen in dem neuen Interview mit dem Variety Magazine, spricht Meghan etwas anders über die Firma. Zumindest spricht sie etwas anders über das oberste Mitglied der Firma, nämlich über Queen Elizabeth II. Sie sagt nämlich, dass sie sehr stolz darauf ist, so eng mit der Matriarchin gewesen zu sein, mit der Matriarchin der Familie ein so enges Verhältnis zu ihr gehabt zu haben. Und das stimmt nicht, was sie sagt. Meghan hatte kein enges Verhältnis zur Queen, erst recht nicht seit dem royalen Rücktritt, seitdem Harry und Meghan sich entschieden haben, die Royal Family zu verlassen, zurückzutreten von ihren königlichen Aufgaben und eben ein neues Leben in Amerika zu beginnen. Spätestens seitdem, aber auch schon vorher hat sich abgezeichnet, dass die Beziehung zur Queen mehr und mehr in die Brüche ging. Das ist also schon mal das Erste, was inhaltlich einfach nicht korrekt ist. Weiter geht es mit Tatsachen, dass Meghan immer wieder behauptet, dass sie sich für Frauenrechte einsetzt. Ich möchte gar nicht in Frage stellen, dass sie das nicht tut, aber die Tatsache, wie sie es tut, ist für mich etwas doppelmoralisch, ich würde dieses Wort benutzen. Sie spricht immer wieder davon, dass sie eine Schwester für andere sein möchte, dass sie eine Frau ist wie jede andere, mit zwei Kindern, mit Aufgaben im Leben, die sie vielleicht auch mal überfordern oder zumindest mal fordern. Und gleichzeitig shootet sie dann eine Kampagne mit Kleidung im Wert von über 13.000 Euro, zumindest war das jetzt bei dem Variety Magazin der Fall, und zeigt sich absolut makellos. Sie sieht perfekt aus, Meghan ist eine wunderschöne Frau, das kann man ihr nicht vorwerfen, dass das nicht der Fall ist, aber das ist kein Bild der Realität. Ich frage mich, wenn ich diese Sätze von ihr höre und wenn ich vor allem diese Fotos sehe, warum fährt Meghan nicht die Strategie, die sie angefangen hat, weiter? Warum zeigt sie sich nicht wirklich echt, so wie sie behauptet, wirklich zu sein? Wenn sie doch endlich zeigen will, das bin ich, das ist Meghan Markle oder die Duchess of Sussex, warum
Zeigt sie sich beispielsweise nicht komplett ungeschminkt? Warum macht sie sich nicht einmal, zumindest mal im Gesicht sozusagen, nackig? Warum versucht sie nicht, neu anzufangen? Aber Megan bleibt bei ihrer Strategie, sie bleibt bei ihren Widersprüchen und das ist natürlich auch, zumindest in meinen Augen, bei dem jetzigen Interview mit dem Variety Magazine wieder mal auf ganzer Linie der Fall. Ein weiteres tolles Beispiel für die Herzogin der Widersprüche ist eine Szene aus dem Interview mit dem The Cut Magazine. Dort hat Megan erzählt, dass ihr ein Crewmitglied ein südafrikanisches Crewmitglied des Casts von König der Löwen erzählt hat, dass man in Südafrika zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit mit Prinz Harry genauso gefeiert und gejubelt hat, wie zu dem Zeitpunkt, als Nelson Mandela aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Hier sieht man, finde ich, schon, wie egozentrisch Megan sich selbst betrachtet, was für ein Selbstbild sie von sich hat, wie wichtig sie sich selbst nimmt. Sich mit einem Menschenrechtsaktivisten und mit einem ehemaligen Präsidenten zu vergleichen, das kommt eigentlich nicht jeder Person in den Sinn, wahrscheinlich sogar niemand, Megan aber tatsächlich schon. Und um nochmal auf die Widersprüche zurückzukommen, was Megan gesagt hat, ist so nicht geschehen. Dieser Fall wurde überprüft, dieses Crewmitglied wurde ausfindig gemacht und es stimmt nicht. Bei dem vorher angesprochenen sehr wichtigen Besuch in Verbindung mit den Invictus Games waren Harry und Meghan ja auch in Manchester unterwegs, in Harrys Heimat, und dort hat Meghan eine Rede gehalten. Diese Rede ging insgesamt nicht mal 10 Minuten und Meghan hat insgesamt über 50 Mal das Wort Ich benutzt. Hier sieht man auch schon, dass es nur um sie selbst geht, dass sie sich sehr stark in den Mittelpunkt stellt. Und das ist für mich eigentlich auch das Fazit von meiner Aufgabe zu beobachten, wie Megan sich inszeniert in der Öffentlichkeit. Ich würde sagen, Megan ist auf jeden Fall eine sehr doppelmoralische Person, die sich schwer tut, einen Konsens in ihre Aussagen zu bekommen. Sie widerspricht sich permanent selbst und das macht sie, wie gesagt, nicht authentisch, das macht sie nicht glaubwürdig und das macht sie vor allem eben auch nicht sympathisch. Ja, und genau deshalb komme ich zu dem Fazit, dass es eigentlich zwei Megans gibt. Es gibt eine Megan vor der Kamera und es gibt eine Megan hinter der Kamera. Einmal sind die Kameras an, einmal sind die Kameras aus und ich glaube, dass die Person vor der Kamera mit der Person hinter der Kamera nicht allzu viel zu tun hat. Ich glaube, Megan ist sich der öffentlichen Sichtbarkeit sehr bewusst. Sie nutzt diese öffentliche Sichtbarkeit und positioniert sich eben im Rampenlicht so, wie sie wünschte, dass sie wäre. So ist sie aber nicht. Abschließen möchte ich nochmal mit einer der jüngsten Bemerkungen von Herzogin Meghan. Sie meinte nämlich, dass sie nicht immer die Schöne, sondern eigentlich mehr die Schlaue war. Auch das würde ich negieren. Es gibt Aufnahmen von Meghan, da war sie ein Teenager, ich glaube ungefähr 15 Jahre alt, wie sie vor dem Buckingham Palace posiert und sie ist ein wunderschöner Teenager, ein bildhübsches junges Mädchen und sie ist auch, das muss man ihr wirklich lassen, eine makellose, perfekte Frau. Bei den Invictus Games in Düsseldorf bin ich ihr selber sehr nahe gekommen und da hat man gesehen, dass Meghan eine makellose Haut hat, ein wunderschönes Lächeln, also sie ist wirklich wie gemalt, sie ist eine wunderschöne Frau. Dass sie die Schlaue ist, das bezweifle ich keine Sekunde. Ich glaube nur, dass sie ihre Intelligenz für die falschen Dinge einsetzt. Sie spinnt Intrigen und dabei ist ihr eigentlich immer nur eine Person wichtig und das ist sie selbst. Und das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren, finde ich, Schritt für Schritt immer mehr beobachten können und ich bin gespannt, was die Zukunft uns bringt, denn wir erwarten ja auf der einen Seite Harrys Memoiren und auf der anderen Seite erwarten wir nicht nur die Krönung von Charles, sondern eben auch die große Netflix-Doku, die Harry und Meghan gedreht haben, die sie jetzt versuchen, zumindest sagt man das, so lange wie möglich hinauszuzögern, dass das eben keine Probleme macht während der Krönung von Charles, die ja auf den Geburtstag von Archie fällt. Dass man sich mit dem König gut stellt, denn auch wenn das Verhältnis zur Queen zum Schluss sehr, sehr angekratzt war, die Queen war immer ein Mensch, der Familie das Wichtigste war und Charles hat mit der Verkündung der Krönung am 6. Mai gezeigt, es gibt Charles als Vater, aber es gibt Charles als König und in seiner Rolle als König sind Harry und Meghan nicht mehr von Relevanz, da sie sich eben selbst dazu entschieden haben, Tschüss zu sagen und deshalb bekommen sie eben keine Sonderbehandlung und wie dieses Spiel weitergeht und wie Harry und Meghan versuchen, alles dafür zu tun, dass sie eben vielleicht doch wieder eine umso größere Rolle in England spielen können. Das beobachten wir natürlich und da werden wir auch weiterhin drüber sprechen.